Was wird das Jahr 2024 bringen, in das Sie, wie ich hoffe, gut reingekommen sind, meine Damen und Herren? Jedenfalls zwei Dinge scheinen klar. Die US-Notenbank Fed wird weiterhin den Takt der Märkte maßgeblich mitbestimmen. Erstens und zweitens, die US-Wahlen werden schon bald ihren Schatten vorauswerfen, denn bald ist schon klar, wer wird wirklich Herausforderer von wahrscheinlich Joe Biden, der ja wieder antritt, und das dürfte dann im Laufe des Jahres die Märkte immer stärker bewegen. Allerdings wird übergeordnet wahrscheinlich dieses ganze Fed-Thema wichtig sein. Und wir haben derzeit ja die Situation, dass die Märkte sich sagen, naja, super, die Zinsen werden sinken maßgeblich und immer wieder, aber die Wirtschaft wird gleichzeitig robust bleiben. Es wird ein Soft Landing geben. Hier sehen wir mal, die Fed wird weiter den Takt der Märkte bestimmen, so eine Bloomberg-Headline hier, und die US-Notenbank selber rechnet ja mit 3 Zinssenkungen, die Märkte rechnen mit 6 Zinssenkungen, vielleicht sogar 7, also da wird praktisch auf jeder Sitzung nach der Januarsitzung der US-Notenbank werden die Zinsen sinken, so die Annahme, das halte ich für unwahrscheinlich, wenn es nicht zu einer Rezession kommt. Wenn eine Rezession kommt, dann wird die Fed die Zinsen deutlich senken, wenn nicht, wird sie wahrscheinlich am Anfang des Jahres oder in der ersten Hälfte des Jahres senken, nicht aber hin zu den Wahlen. Da ist der Verdacht oder läge der Verdacht zu nahe. Ja Mensch, ihr beeinflusst doch die Wahl mit eurer Geldpolitik. Da will sich die Fed wahrscheinlich raushalten. Deswegen glaube ich nie und nimmer, dass es 7 oder 6 Zinssenkungen gibt, was eingepreist ist, wenn, wie gesagt, nicht irgendwie wirtschaftlich was komplett schief läuft. Und die Märkte, die waren ja von der Stimmung her Ende 2022 oder Anfang 2023, also vor um und bei einem Jahr, da war man super pessimistisch. Rezession ganz sicher, das wird gar nicht anders gehen. Inzwischen sind alle davon überzeugt, wir werden ein Soft Landing sehen und wahrscheinlich wird dennoch die Fed die Zinsen das letzte Mal angehoben haben im Juli. Und jetzt eben die entscheidende Frage, kommt eine Rezession oder kommt nicht eine Rezession für die Aktienmärkte? Kommt eine Rezession? Dann sehen wir eine schlechte Aktienmarktentwicklung. Kommt sie nicht, haben die Märkte eine gute Chance, auch 2024 gut abzuschließen, so oder so. Ich hatte vorhin von dem Optimismus gesprochen, der derzeit der Fall ist. Und hier sehen wir unten mal die Positionierung der Vermögensverwalter mit 102,71%. Extrem praktisch auf dem Niveau des Tops im Juli diesen Jahres oder letzten Jahres, genauer gesagt. Und ähnliches gilt auch für US-Anleihen, Positioning in Treasuries. Also alle wetten jetzt, dass die Renditen sinken werden. Und auch das könnte dann so ausgehen, dass das Gegenteil dessen passiert, was alle erwarten. Und das halte ich für nicht unwahrscheinlich, dass das passiert. Alle gehen jetzt davon aus, Mensch, die Renditen, die werden weiter sinken. Und die Aktienmärkte steigen, vielleicht wird das aber dann doch nicht so passieren, denn wenn alle einer Meinung sind, dann sind alle auch meistens schon dementsprechend positioniert. Wir sehen hier nochmal die Stimmung der US-Privatinvestoren, nach wie vor extrem bullisch, wenngleich etwas weniger extrem als zuvor. Wir sehen Dump Money, Confidence ist extrem hoch, also das Vertrauen der Privatinvestoren, könnte man sagen. Und der insgesamt, und das ist vielleicht ein übergeordnet wichtiges Thema, der US-Markt ist zu dominant, ist zu stark übergewichtet, ist zu überbewertet, könnte man sagen. Hier sehen wir mal den US-Markt gegenüber globalen Aktienmärkten. Da ist man also über jedes Hoch bisher maßgeblich hinausgekommen. Selbst in der Internetbubble war es noch lange nicht so, da war es lange nicht so krass wie hier. Hier sehen wir dann auch mal den MSCI All Country. Also wer praktisch denkt, er kauft die ganze Welt, der kauft zu 2 Dritteln knapp die USA. Alles andere spielt kaum eine Rolle oder spielt nur eine untergeordnete Rolle. Die amerikanische Bewertung, Marktkapitalisierung liegt bei 45,6% der gesamten Weltmarktkapitalisierung. Das ist ein Anstieg von 14% seit der Finanzkrise und knapp 5% seit Beginn von Corona, also oder Covid. Wir sehen also, es wird immer krasser in Relation zu anderen, und das vor dem Hintergrund, dass die USA
wahrscheinlich auch eine gewisse Stagnation erleben. Sie wachsen demografisch nicht mehr wirklich. Die Bewertungen sind extrem hoch und wir sehen auf der anderen Seite dann zum Beispiel, wenn wir das mal runterbrechen auf eine Branche, BYD verkauft inzwischen schon mehr Autos als Tesla. Tesla dürfte heute seine Zahlen bringen, Absatz aus dem letzten Quartal. Gleichwohl, Tesla maßgeblich höher bewertet natürlich, auch wenn Elon Musk jetzt einstecken muss, dass wahrscheinlich X nochmal weniger wert ist, 11%, so hat Fidelity seine eigene Beteiligung an X, an Twitter, also ehemals Twitter, nach unten revidiert. Das dürfte dem Elonu auch wehtun. Also wir sehen hier auf jeden Fall Tesla nicht mal unter den ersten 10 größten Autobauern, aber ist mit Abstand der am höchsten bewertete Autobauer. Und jetzt kommt ein Unternehmen aus China, BYD, die mehr Autos, Elektrofahrzeuge bauen und verkaufen als Tesla. Aber zurück nochmal zu dem zweiten Thema, nämlich US-Wahlen. Hier sehen wir mal den typischen Verlauf des S&P 500 in einem Wahljahr. Sehen wir Januar, naja, plus minus null mehr oder weniger, Februar leicht positiv, März leicht negativ, März positiv. April dann eine Nullnummer, dann ein schlechter Monat, nämlich der Mai, dann kommt eine Sommerrallye und dann nochmal vor den Wahlen, September und Oktober, so ein bisschen abwarten nach den Wahlen, geht es dann gerne mal nach oben. Man sieht immer wieder ein typisches Muster. Das zweite Jahr eines Präsidenten ist in der Regel ziemlich mies, das sehen wir hier bei den verschiedenen Präsidenten. Das Wahljahr ist dann in der Regel besser, aber es gab eben auch Ausnahmen. 2008 zum Beispiel, als Obama gewann, das war nicht gerade ein besonders tolles Aktienjahr, wie wir wissen. Aber tendenziell ist das so ein Muster und einer, der auf seinen Sieg spekuliert, ist der Donald, der jetzt gewarnt hat, also wenn ich nicht gewinne, dann werden wir einen Crash sehen, der so krass ist wie 1929, ganz klar. Und Donald hat ja, als er Präsident war, immer in den hohen Aktienkursen eine Bestätigung seiner genialen Politik gesehen. Je höher die Aktienmärkte, umso höher sein Verdienst. So war immer seine Auffassung. Jetzt hat er das Problem, dass unter dem ungeliebten Joe Biden die Aktienmärkte praktisch auch auf Allzeithoch sind. Wie das erklären? Also hat Donald Trump die Theorie, naja, die Aktienmärkte antizipieren jetzt, dass ich gewinnen werde. Deswegen sind sie auf Allzeithoch. Das zeigt so ein bisschen, wie extrem egoistisch, extrem narzisstisch Donald Trump ist. Alles wird auf sich bezogen. Die Märkte sind natürlich wegen der Erwartung von Zinssenkungen auf Allzeithoch und nicht wegen Donald Trump, aber er bezieht das natürlich auf sich. Das zeigt, was uns bevorsteht in diesem Jahr 2024. Wird es so kommen, wie hier ein Kommentator vermutet, dass wir vielleicht in der ersten Woche noch steigende Kurse sehen in diesem Jahr, dann eine Korrektur noch im Januar, dann nochmal eine Rallye über 5000 Punkte im S&P 500 und dann eine schärfere Korrektur, all das zusammenhängend vielleicht mit Tax-Fragen, also mit Steuerfragen. Und in Sachen Steuer hier auch interessant, soll ja bald ein Bitcoin-ETF kommen. So zumindest die Erwartung der Märkte, dass das bis 10. Januar genehmigt wird. Bitcoin heute jetzt mit über $45.000 auf einem 21-Monats-Hoch. Durchaus möglich, dass wir noch weitergehen in Richtung 48.000. Meine Theorie ist, man erzeugt jetzt diese Euphorie, dann werden diese ETFs genehmigt, dann strömt Geld rein in diese ETFs und dann wird der Kurs fallen gelassen. So könnte ich mir das vorstellen. Ähnlich wie in China, wo wir heute wieder nach einigen besseren Tagen schwache Aktienindizes sehen, schlichtweg, weil eben wieder schwache Daten aus China kamen. Wir hatten den Einkaufsmanager-Index gesehen, Industrie 49, also schrumpfend. Das belastet ein bisschen und vor allem auch die Rede von Xi Jinping, der ja gesagt hat, okay, wir werden versuchen, die Wirtschaft ein bisschen zu stärken nach einem schwierigen Jahr, wie er formuliert hat. Aber nach wie vor China eine riesige Enttäuschung, kann man sagen, gerade was die Aktienmärkte betrifft, im Gefolge einer wirklich schwachen Wirtschaft, die nicht in Gang kommt, weil der Immobilienmarkt schlichtweg nicht in Gang kommt. In Gang kommen allerdings die Containerpreise, auch in China, da gibt es den Containerized Freight Index.
der wieder Limit ab heute Nacht gehandelt wurde, 20% nach oben. Der Grund ist, Maersk wird jetzt doch erstmal nicht wieder durchs Rote Meer schippern. Wir sehen hier mal den Schiffsverkehr, der jetzt wieder praktisch den Weg des durch oder unter Afrika nimmt. Also über das Kap der Guten Hoffnung fährt relativ wenig Traffic im Roten Meer, nachdem es da jetzt diesmal auch eine erste wirkliche Auseinandersetzung gegeben hat zwischen den USA und den Houthis. Die Amerikaner haben ja 3 Houthi-Boote abgeschossen mit vermutlich mindestens 10 toten Houthis. Jedenfalls das sorgt dafür, dass wir hier wieder Unruhe sehen. Es gab den Bericht jetzt vorgestern, glaube ich, dass die USA und Großbritannien direkt die Houthis attackieren werden. Das wird ein wichtiger Faktor. Jedenfalls gestern hat Iran dann ein Kriegsschiff ins Rote Meer geschickt. Das könnte die Spannungen noch weiter anheizen. Würden die Amerikaner oder auch die Engländer direkt die Houthis angreifen, wäre das natürlich durchaus eine weitere Eskalation auch mit dem Iran. Jetzt sehen wir, dass die BRICS expandieren, war klar, zum 1.1. treten jetzt einige Länder bei, wie zum Beispiel der Iran, wie Ägypten, wie Äthiopien, Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, wie sie alle heißen, die sind jetzt alle dabei, nur Argentina. Und der Milei will das Ganze nicht machen. Kommen wir nach Germania. Hier sehen wir mal die Industrieproduktion. Obere Grafik, das ist das Ende eines Business Models, wie Jeroen Blokland hier schreibt. Vor allem sehen wir aber unten, dass die energieintensive Industrie um mehr als oder knapp 20% geschrumpft ist hierzulande. Also das ist unser großes Problem. Das Ganze dürfte weitergehen. Mehrwertsteuer für Gas steigt in diesem Jahr, so dass der E.ON-Chef mit steigenden Preisen wieder für Energie rechnet. Wir hatten ja in 2023 fallende Preise für Energie tendenziell. Das dürfte sich nicht fortsetzen in 2024. Insgesamt die Inflation in Deutschland nach oben gehen durch die Beschlüsse der Bundesregierung in Reaktion auf das Urteil des Verfassungsgerichts. Also das wird für die EZB eine ganz schwierige Geschichte, wie damit umgehen. Gleichwohl der DAX drittbester Index jetzt in 2023 gewesen, nach Italien und Spanien. Nach dem MIB 40 und dem IBEX 35 am schlechtesten UK und die Schweiz. Und jetzt verweist Daniel Stelter auf Energie, Demografie und Bildung als Faktoren, die uns weiter ausbremsen werden, wahrscheinlich auch im Jahr 2024. Was wird da passieren? Es ist die Hoffnung auf eine weiche Landung. Hier mal das Big Picture. Was ist wichtig? Was wird angenommen? Wie sind die Dinge gelagert? Erste Empfehlung, die Aktienmärkte, ein Ausblick auf das Jahr 2024. Und eine zweite Empfehlung von mir, von Inflation zu Deflation. Das sind Aspekte, die wenige Leute auf dem Zeiger haben, was Sie in diesem Artikel mit einem Video sehen können, warum es vielleicht komplett anders kommt, als die meisten denken. Also diese beiden Artikel empfehle ich. Und jetzt empfehle ich einen guten Start in dieses neue Jahr und sage Servus, ciao.